Damit darf ich den heutigen Teil der Tagung, unserer Jahrestagung eröffnen, Sie auch im Namen des Vorstandes ganz herzlich dazu begrüßen und um keine Zeit zu verlieren, auch gleich die Session einleiten. Wir gehen direkt in die Vollen heute Morgen mit zwei Vorträgen zu Kerngebieten unserer Arbeit von ausgewiesenen Experten aus ihren Bereichen. Also es wird sicherlich spannend. Den Anfang machen Thomas Nordhausen und Julian Hirt, mit dem Vortrag so, edukative Interventionen zur Verbesserung der Fähigkeit zur Durchführung von Literaturrecherchen im Gesundheitsbereich, ein Scoping Review. Herr Nordhausen, darf ich Ihnen das Wort erteilen? Ja, vielen Dank. Ich gebe kurz gerade mal meinen Bildschirm frei. Der müsste jetzt sichtbar sein, oder? Ja, hallo, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich hier die Ergebnisse unseres Scoping Reviews einmal vorstellen kann, auch im Namen von Julian Hirt, der hier der federführende Autor war. Ich weiß nicht, ob er anwesend ist. Er wollte eventuell kommen, aber es war noch nicht sicher, ob er die Zeit findet. Der Volker Braun, der auch ebenfalls ein Mitautor war, den habe ich auf jeden Fall schon im Chat gesehen. Ja, wie gesagt, der Scoping Review, wie die lange Überschrift schon sagt, darum geht es um ja, die Intervention zur Förderung der Recherchefähigkeiten. Und vielleicht zum Anfang, kleinen Moment, jetzt muss ich. Ah, genau. Es gibt auch eine Publikation davon. Die haben wir im Journal of Medical Library Association veröffentlicht, beziehungsweise momentan ist sie, soweit mir bekannt ist, noch nicht veröffentlicht, aber sie muss kurz vor der Veröffentlichung sein. Wir haben also schon die Druckfahne, sage ich mal, zur Begutachtung bekommen und das auch schon vor geraumer Zeit. Also dürfte das Ganze, was ich Ihnen hier erzähle, auch dann in dieser Veröffentlichung nachzulesen sein. Ja, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, was uns bewogen hat, diesen Scoping Review anzufertigen. Ich denke, ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, die Grundvoraussetzungen für aussagekräftige Evidenzsynthesen sind natürlich qualitativ hochwertige Literaturrecherchen, denn letzten Endes kann man die Evidenz natürlich nur auswerten, wenn man sie erstmal findet. Und ja, das, sage ich mal, qualitativ hochwertige Literaturrecherchen, dass es da einen gewissen Theorie-Praxis gibt, bezüglich der methodischen Qualität gibt, das belegen durchaus einige Forschungen, selbst auch bei hochwertigen Recherchen wie Cochrane-Reviews. Zum Beispiel gibt es da in dem von mir in der zitierten Quelle, da wurden zum Beispiel festgestellt, dass bei 90% der Cochrane-Reviews, dass es da ein oder mehrere Fehler gibt. Dazu zählen zum Beispiel ja fehlende oder irrelevante Mesh-Terms oder Freitextbegriffe, die fehlerhafte Verknüpfung von Begriffen, beziehungsweise die fehlerhafte Verwendung von Operatoren oder fehlerhafte Anpassung an verschiedene Datenbanken der Suchstrings. Und es zeigt sich auch zum Beispiel in dieser Erfassung, dass 80% sicher Fehler auch das Potenzial haben, sich negativ auf das Suchergebnis auszuwirken. Und wie gesagt, wir reden hier von Cochrane-Reviews, die ja schon ein Stück weit der Goldstandard sind und noch nicht von den zahlreicher durchgeführten normalen Systematic-Reviews, die natürlich sich nicht unbedingt immer an dieser hochwertigen Methodik von Cochrane orientieren. Das zeigt also schon, dieses Ergebnis, dass es eine Notwendigkeit besteht, dass pädagogische Interventionen ja, durchgeführt werden bzw. entwickelt werden, die irgendwie zur Verbesserung der Recherchefähigkeiten beitragen. Und diese Intervention gibt es auch schon. Häufig sind die Bestandteil von ja, EBP oder EBM-Kursen, wo dann die gesamte EBM-Methodik halt in irgendeiner Weise unterrichtet wird und Literaturrecherche dann natürlich so ein wichtiger Teil ist. Letzten Endes gibt es aber wenig Erkenntnisse über edukative bzw. pädagogische Interventionen zur Verbesserung der Recherchefähigkeiten. Es gibt da einen älteren Review, der ist aber von 2003. Der zeigt im Grunde, dass da wurden im Grunde nur zwei, glaube ich, im Grunde nur drei relevante Studien gefunden. Und er zeigt, bei zwei von dreien haben sich positive Effekte gezeigt. Das ist natürlich, sage ich mal, ein bisschen veraltete Forschung, ein bisschen dürftige Forschung. Und das hat uns dazu bewogen, da nochmal ein bisschen genauer hinzugucken. Unser Ziel war es also, einen Überblick über edukative Interventionen zur Verbesserung der Recherchefähigkeiten zu finden. Das heißt, wir wollten einfach mal schauen, grundsätzlich in unseren Forschungsfragen erstmal, was ist bekannt über diese Intervention? Was wird da überhaupt grundlegend gemacht?
dann mit welchen Outcomes werden diese Interventionen evaluiert? Denn das ist auch, sage ich mal, durchaus herausfordernd, so das Thema Literaturrecherche, diesen Lernerfolg da in irgendeiner Weise überhaupt zu evaluieren. Und wie vollständig werden diese Interventionen in der publizierten Literatur berichtet? Das ist ja auch dafür wichtig, sage ich mal, um diese Intervention vielleicht auch replizieren zu können oder übertragen zu können. Genau, zu unseren Methoden, die wir verwendet haben. Wir haben ein Scoping-Review durchgeführt nach der Methodologie von Arxey und O'Malley. Und ja, hier mal einen Überblick über unsere Ein- und Ausschlusskriterien, die wir verwendet haben. Also Einschlusskriterien, erstmal experimentelle und quasi-experimentelle Studien. Also wir haben nur wirkliche Interventionsstudien eingeschlossen, haben das Ganze auf die Sprachen Englisch und Deutsch begrenzt. Den Publikationszeitraum haben wir bewusst unbegrenzt gewählt, weil es uns nicht unbedingt darum geht, jetzt zum Beispiel Intervention zur Datenbankrecherche, die irgendwie mit den aktuellen Gegebenheiten sich auseinandersetzen, abzubilden, sondern erstmal zu schauen, was wurde überhaupt gemacht und wie wird das eben evaluiert. Als Outcomes, das war uns auch sehr wichtig, waren objektiv messbare Recherchefähigkeiten, zum Beispiel die Korrektheit der Suchstrategien, die Anzahl der gefundenen Studien oder auch die Präzision der gefundenen Studien. Und wir haben uns, da wir eben aus dem Gesundheitsbereich kommen, auch auf diesen Bereich beschränkt. Ausgeschlossen haben wir nicht edukative Interventionen, zum Beispiel irgendwie Studien zur Wirksamkeit von Suchfiltern oder bestimmten Suchtechniken, wenn das nicht in irgendeiner Weise an irgendwie, was weiß ich, pädagogische Lehre geknüpft wurde zum Beispiel. Dann haben wir edukative Interventionen ausgeschlossen, in denen Literaturrecherchen nur Teil der Interventionskomponente waren. Das sind einfach diese ganzen EBM-Kurse, die ich schon erwähnt habe, weil es natürlich schwierig möglich ist, da die Intervention für die Literaturrecherche isoliert auszuwerten, beziehungsweise weil man auch sagen muss, diese EBM-Kurse, da gibt es so viele, das ist einfach eine Trefferzahl, die nicht bewältigbar ist. Und die Studien ohne Vorher-Nachher-Vergleich haben wir auch ausgeschlossen. Also es musste in irgendeiner Weise eine Baseline-Erhebung vor der Intervention geben, um einen gewissen Effekt zu erfassen oder eine gewisse Veränderung zu erfassen. Und da mussten wir auch durchaus einige, sage ich mal, kontrollierte Studien ausschließen, die einfach diese Baseline-Erhebung nicht hatten, wo man einfach also gar nicht weiß, diese beiden Interventions- und Kontrollgruppen, ob die schon gleiche Fähigkeiten von Anfang an hatten. Und ja, von daher mussten wir diese Studien ausschließen. Und wir haben Studien ausgeschlossen mit subjektiven Outcomes. Das heißt, das sind vor allem so Selbsteinschätzungen der Recherchefähigkeiten, da sich in der Literatur durchaus zeigt, dass diese Selbsteinschätzungen der Recherchefähigkeiten abweichen können von den tatsächlichen Recherchefähigkeiten, beziehungsweise dass sich die Betreffenden, die halt diese edukativen Interventionen gerade genossen haben, dass die eher dazu neigen, sich ein bisschen vielleicht zu überschätzen. Und genau. Ja, die systematische Literaturrecherche, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben eine Datenbankrecherche durchgeführt mit peer-reviewter Suchstrategie. Also Julian Hürth und ich haben diese Strategie entwickelt und der Volker Braun hat dann drüber geschaut. Wir haben 5 Suchkomponenten entwickelt, unter denen wir dann die einzelnen Suchbegriffe zusammengetragen haben. Das ist einmal die Komponente edukative Intervention, wo also sowas wie Kurse, pädagogische Intervention oder auch Manuals, irgendwas, alles, was zum Thema Education zusammengefasst wurde. Dann das Thema Literatur-Datenbank-Recherche, dann Suchbegriffe rund um die Verbesserung von Recherchefähigkeiten, dann den Gesundheitsbereich und dann nochmal Studiendesigns, also Studien, die wir einschließen wollen. Durchsucht haben wir die Datenbanken CINAHL, Embase, Medline, PsycINFO und Web of Science Core Collection und haben auch ergänzende Recherchemöglichkeiten genutzt. Einmal das Citation Tracking, sowohl vorwärts als auch rückwärts, eine freie Websuche und dann haben wir auch Information Specialists kontaktiert, ob sie noch irgendwelche bestimmten Publikationen kennen, die für dieses Thema relevant sind, über verschiedene E-Mail-Verteiler von Information Specialists. Ja, Literatursichtung und Auswertung. Wir haben den Studienein- und Ausschluss durch 2 Personen unabhängig voneinander vorgenommen. Das haben wir mittels Reihen gemacht, wo man natürlich sich da mit dieser App oder mit dieser Online-Lösung kann man natürlich beide Reviewer verblinden und kann das hinterher auflösen und dann die entsprechenden Konflikte bereinigen.
Die Datenextraktion erfolgte jetzt nicht direkt durch zwei Personen unabhängig voneinander, aber sie erfolgte durch eine Person und eine andere Person hat sich das nochmal mittels Peer Review angeguckt und nochmal abgeglichen mit dem, was in den Studien steht und da gegebenenfalls ja, Unstimmigkeiten wurden dann im Diskurs geklärt. Die Datenauswertung erfolgte mittels narrativer Synthese und für die Interventionsbeschreibung, um der, sage ich mal, so ein bisschen Struktur zu geben, haben wir das Template for Intervention, Moment, jetzt muss ich gerade mal hier diesen Balken wegschieben, Intervention Description and Replication, kurz TIDIA verwendet. Das ist so eine Art Checkliste zur Beschreibung von Interventionen in Studien beziehungsweise zur Qualitätskontrolle, wie gut sind die Interventionen in Publikationen beschrieben. Auf die einzelnen Punkte werde ich gleich nochmal im Ergebnisteil eingehen. Genau, dann zu den Ergebnissen. Hier mal ein Flowchart, den Rechercheprozess abbildet. Zum einen natürlich die Datenbankrecherche, da hatten wir 7614 Treffer. In der ergänzenden Recherche hatten wir 870 Treffer. Und interessant vielleicht ist so erwähnt, beim Citation-Tracking, beim Vorwärts- und Rückwärtssuche, da haben wir im Grunde insgesamt 4 Durchläufe gemacht, weil sich immer noch mal was gezeigt hat, was durchaus relevant war. Was natürlich auch zeigt, sage ich mal, dass es schwierig ist für dieses Thema, sage ich mal, eine reine Suchstrategie in den Datenbanken zu finden, die alles abdeckt. Ja, nach Titel Abstract Screening und Ausschluss von Duplikaten hatten wir dann 144 Treffer übrig. Und ja, die ausgeschlossenen Volltexte war im Grunde entsprechend der Ein- und Ausschlusskriterien irrelevantes Studiendesign, also nicht experimentell, irrelevante Interventionen, das ist wahrscheinlich, das sind hauptsächlich die, wo es in irgendeiner Weise die Literaturrecherche nur Teil des EBM-Kurses war. Irrelevante Outcomes, das sind vor allem Studien gewesen, so mit subjektiven Outcomes, die irrelevante Zielgruppe, das heißt, das sind meistens Leute aus dem Nicht-Gesundheitsbereich gewesen, irrelevante Publikationstyp. Und zumal dem haben wir einige Volltexte trotz Bemühungen nicht erhalten. Sodass insgesamt bei der Datenbankrecherche 10 Studien übergeblieben sind, die wir eingeschlossen haben und bei der ergänzenden Recherche nochmal 4 dazugekommen sind, sodass wir insgesamt auf 14 ausgewertete Studien gekommen sind. Hier nochmal kurz zu den Charakteristika dieser eingeschlossenen 14 Studien. Der Publikationszeitraum betrug für 1989 bis 2019. Das heißt, es sind schon Studien, Studien dabei, die durchaus schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Das war noch zu Zeiten, wo jetzt PubMed oder beziehungsweise Medline, wo das hier mittels CDs weitergegeben wurde. Von den Studien waren 3 randomisiert kontrolliert, 3 waren nur kontrolliert ohne Randomisierung und 8 waren so Vorher-Nachher-Designs. Und 10 Studien haben im universitären Setting stattgefunden, 4 Studien halt im Krankenhaus-Setting und die Zielgruppen, ja, man muss sagen, die Teilnehmerzahlen haben sehr variiert zwischen 9 und 300 Teilnehmenden. Es gab 3 Studien, in denen Ärzte bzw. angehende Ärzte die Zielgruppe waren und in den restlichen 11 Studien war es eigentlich so ein bunter Mix aus Studierenden verschiedener Gesundheitsfachberufen, zum Beispiel aus der Pflege. Ja, was gab es für Outcomes, mit denen, sage ich mal, der Lernerfolg evaluiert wurde, beziehungsweise was war da der Fokus? Grundsätzlich haben wir diese Outcomes in 2 Gruppen eingeteilt. Einmal in Outcomes bezüglich der Entwicklung von Suchstrategien und einmal in Outcomes bezüglich der Fähigkeiten im Umgang mit Fachdatenbanken. Ja, bei der Entwicklung von Suchstrategien wurde dann zum Beispiel die Nutzung von adäquaten Suchstrategien evaluiert, zum Beispiel, ob es da auch Fehler gab, die Nutzung von adäquaten Stichwörtern, auch allgemeine Entwicklung von Suchstrategien, also so Grundsätze wurden da evaluiert, die Identifikation von Suchkomponenten, also diese Bildung geeigneter Komponenten, hinter denen dann Suchbegriffe zusammengefasst werden, das wurde durchaus auch untersucht, die Datenbankauswahl, die Anwendung von booleschen Operatoren, von Schlagwörtern und von Suchfiltern sowie die Recherchequalität und Recherchefehler. Und ja, bei speziellen Fähigkeiten im Umgang mit Fachdatenbanken, da wurden einerseits allgemeine Fähigkeiten im Umgang mit
Datenbanken evaluiert, die Suche in mehreren Datenbanken, also zum Beispiel die Übertragung von den Suchstrings, dann die Entwicklung spezifischer Suchstrategien für spezielle Datenbanken, wie in dem Fall der OVID, das Auffinden einer bewältigbaren Anzahl an Referenzen in MATLINE, die Anzahl und die Präzision von Referenzen in MATLINE und dann allgemein, sage ich mal, den Umgang mit verschiedenen Fachdatenbanken PubMed, MATLINE und CINAHL sowie die Suche in einem Bibliothekskatalog. Und die Auswertungsmethoden waren wirklich relativ vielfältig. Das heißt, es wurden, gab dort teilweise wirklich richtig so Übungsblätter mit Single-Choice-Fragen. Es wurden Suchstrings überprüft, zum Beispiel im Hinblick auf Fehler. Es wurden auch die Trefferlisten überprüft im Abgleich mit zum Beispiel einer Suchstrategie, die jetzt von einem Experten, auch von Bibliothekaren entwickelt worden sind. Und grundsätzlich kann man sagen, die Mehrheit der Studien berichtet eigentlich von Verbesserungen in den erfassten Outcomes, beziehungsweise alle Studien haben irgendwelche positiven Effekte nachgewiesen. Allerdings sind die Verbesserungen, beziehungsweise auch die Gruppenunterschiede in den Studien, die kontrolliert waren, nur teilweise statistisch signifikant, beziehungsweise in den kontrollierten Studien sind die Gruppenunterschiede sogar nicht signifikant gewesen. Ja, wie sieht es mit der Berichterstattung der Interventionen aus? Wie gesagt, hier mal so ein Überblick über die Einteilung nach der einzelnen Studien oder die Bewertung der einzelnen Studien anhand von TIDIR. Hier sieht man einmal, welche Materialien verwendet wurden, welche Hilfsmittel für diese edukativen Interventionen verwendet wurden. Und man sieht, bei den meisten Studien wurde das nicht wirklich beschrieben, was da eigentlich verwendet wurde. Zur Frage, ja, welches Prozedere verwendet wurde, also was eigentlich in diesen Interventionen gemacht wurde. Da haben die meisten Studien eigentlich schon gut darüber berichtet. Wo es auch so ein bisschen fehlt, ist die Berichterstattung, wer eigentlich diese Intervention, also diese edukative Intervention durchgeführt hat, beziehungsweise wie natürlich auch die Expertise der betreffenden Person ist. Das wurde wirklich nur in 3 Studien berichtet. Wie die Intervention durchgeführt wurde, also zum Beispiel als Gruppenintervention, Einzelintervention und dergleichen, das wurde eigentlich in allen Studien berichtet. Wo die Intervention durchgeführt wurde, also in welchem Setting, zum Beispiel Universität, Klinik oder wo auch immer, auch das wurde in den meisten Studien berichtet. Ebenso, ja, wann und wie viel, das heißt die Dauer und Frequenz mehr oder weniger der Intervention oder die Häufigkeit, wie oft, wie viele Sessions gab es zum Beispiel. Auch das wurde in den meisten Studien berichtet. Anpassung, da geht es darum, ob das eine Intervention war, die auch individuell angepasst war, was man sich ja durchaus auch vorstellen könnte, jetzt bei edukativen Interventionen, dass das individuell ein bisschen angepasst wurde oder zum Beispiel, wenn es jetzt Einzelschulungen gab, das war in 3 Studien der Fall. Ob es Modifikation der Intervention gab, das bedeutet, ob die Intervention, sage ich mal, im Rahmen der Studie nochmal angepasst wurde, oder dass eine Anpassung nötig war, weil irgendwas aufgetreten ist, womit man vielleicht nicht gerechnet hat. Da fanden sich in keiner Studie ausreichende Angaben, um darüber eine Aussage zu treffen. Und wie gut geplant und wie gut tatsächlich das bedeutet eigentlich, einerseits, also da geht es um die Interventionstreue, das heißt, wie viele Personen da ursprünglich halt geplant waren, sind die Personen auch bei der Intervention geblieben, beziehungsweise, oder sind die abgesprungen, gab es in irgendeiner Weise Strategien dafür, um da die Interventionstreue zu verbessern. Und das war ja, im Grunde wurde das wenig bei den Studien berichtet. Man muss natürlich sagen, TIDIR ist vor allen Dingen jetzt ausgerichtet auf klinische Interventionen. Wir haben das Schema auch so ein Stück weit angepasst und hatten immer so, sage ich mal, so eine Standardkriterien, woran wir dann festgemacht haben, ob das Kriterium mit Ja beantwortet werden kann oder eben nicht. Also wie gesagt, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, die Mehrheit der Studien berichtet über das Prozedere, über die Modalitäten, den Ort und Umfang der Intervention, während es Defizite in der Berichterstattung bezüglich der durchführenden Person bzw. der Erfahrung und Expertise gibt und natürlich über die Anpassung bzw. Modifikation der Intervention und die Interventionstreue. Wie sind die Ergebnisse nun zu interpretieren? Also es zeigt sich auf jeden Fall ein breites Spektrum an verschiedenen Interventionen beziehungsweise natürlich auch Interventionskomponenten und Outcomes. Also in irgendeiner Weise einen gemeinsamen Effektschätzer zu finden, das ist nach derzeitigem Stand einfach unmöglich.
Positive zur Wirksamkeit deuten sich in fast allen Studien an. Das ist ja auch zu erwarten oder sollte natürlich auch so sein bei einer edukativen Intervention. Aber es gibt kaum Erkenntnisse eigentlich zur Langzeitwirksamkeit dieser Intervention. Also 5 von diesen Studien haben die Langzeitwirkung evaluiert in einem Abstand je nach Studie von 1 bis 11 Monaten nach der Intervention, sodass auch hier man keine wirklichen klaren Aussagen treffen kann. Ja, Defizite in der Berichterstattung, das hatte ich eben schon gesagt, gibt es bei wichtigen Interventionsdetails, zum Beispiel in den verwendeten Materialien, in der Expertise der Durchführenden, was es natürlich auch schwierig macht, diese Interventionen in irgendeiner Weise zu replizieren oder die grundlegende Methodik zumindest zu replizieren. Und was vielleicht auch für die AGMB ganz interessant ist, Bibliothekarin bzw. Information Specialists waren keine Zielgruppe, an denen die Intervention jetzt in irgendeiner Weise halt getestet wurde. Sie waren teilweise die Durchführenden der Intervention, aber keine Zielgruppe. Ja, was gibt es für methodische Limitierungen unserer Erhebung? Also die Stärken sind auf jeden Fall, dass wir vor allem uns auf Studien mit objektiv messbaren Outcomes fokussiert haben, also mit Outcomes, die man auch wirklich in irgendeiner Weise in Zahlen ausdrücken kann. Und dass die Suchstrategie schon recht umfangreich war. Auf der anderen Seite mussten wir die Recherche schon auf gewisser Weise eingrenzen. Man hat ja gesehen, oder ich habe es ja beschrieben, es sind 5 Suchkomponenten, das sind schon relativ viele. Und das war einfach notwendig, um die Trefferzahl auf einem überschaubaren Niveau zu halten, weil gerade diese Evaluation von EBM-Kursen, da gibt es wirklich eine ganze Menge und da haben wir wirklich sehr viele Treffer gefunden. Was wir natürlich auch nicht berücksichtigt haben, sind Bibliothek- oder bezogene Datenbanken oder pädagogische Datenbanken. Und das könnte vielleicht eine Erklärung dafür sein, dass wir jetzt keine Studien gefunden haben mit Bibliothekaren als Zielgruppe. Und ja, was man generell sagen muss, wir haben natürlich jetzt nicht die Studien kritisch beurteilt, die wir gefunden haben, aber trotz dieser fehlenden kritischen Beurteilung zeigte sich im Grunde im Zuge dieser Datenextraktion, die wir gemacht haben, da zeigten sich doch deutlich methodische Defizite in den Studien. Ja, summa summarum kann man sagen, wie gesagt, es gibt ein breites Spektrum an edukativen Interventionen und Outcomes, sodass es schwer ist, da in irgendeiner Weise jetzt klare Empfehlungen für irgendwas zu treffen, sodass diese Arbeit mehr oder weniger nur als Anfang erstmal dient oder als Überblick darüber, was es überhaupt gibt. Es lassen sich keine klaren Aussagen zur Wirksamkeit treffen, vor allem natürlich zur Langzeitwirksamkeit. Und wichtig für zukünftige Forschung ist sicherlich zu solchen edukativen Interventionen, dass man wirklich hochwertige Studiendesigns nimmt, im optimal kontrolliert bzw. im Optimalfall randomisiert kontrolliert, dass man die Intervention wirklich möglichst genau beschreibt. Und da gibt es ja genügend Reporting Statements, dass man objektive Outcomes auswählt, die halt wirklich unabhängig von subjektiven Empfinden sind und dass man vor allem auch eine Langzeitevaluation macht, denn es ist schon davon auszugehen, dass, sage ich mal, die Recherchefähigkeiten auch bei der besten Intervention natürlich auf die Dauer nachlassen, wenn man das nicht regelmäßig übt. Und letzten Endes muss man sagen, unserer Meinung nach ist gute Edukation, also gute pädagogische Intervention, die sind allein nicht ausreichend, um jetzt die Qualität von durchgeführten Literaturrecherchen wie Systematic Reviews natürlich zu verbessern, sondern es müssen auch an anderen Faktoren gearbeitet werden, zum Beispiel angemessen aufbereitete Informationen zum Nachschlagen. Hier mache ich gerade mal ein bisschen Eigenwerbung für RefHunter als Manual für Literaturrecherche, aber zum Beispiel auch das Manual der Unibibliothek Mainz zur Datenbankrecherche oder auch jetzt international noch bekanntere Anleitungen, wie zum Beispiel das Cochrane Handbook für Systematic Reviews. Sowas wird auch weiterhin nötig bleiben oder sollte auch weiterhin bereitgestellt werden, da, wie gesagt, die Recherche natürlich, da gute Literaturrecherchen von verschiedenen Faktoren abhängig sind, zum Beispiel auch natürlich. Da sind auch noch ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel Suchfilter, die Entwicklung von Suchfiltern, genau, die da einfach eine Rolle spielen. Ja, hier nochmal eine Übersicht über die Referenzen, die ich in der Präsentation genutzt habe. Dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich denke, wir sind mit der Zeit durch, deshalb greife ich kurz ein. Ich denke, in Ihrem
in Ihrem Artikel in der, ich habe es richtig verstanden, Journal of the Medical Library Association, der noch erscheinen wird, werden Sie viele Details ja nochmal genauer schildern, die jetzt leider in der Kürze der Zeit nicht möglich waren, obwohl es so spannend war. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese doch sehr übersichtliche Darstellung und verständliche Darstellung eines recht komplexen Themas und vielschichtigen Themas.